Moin, es freut mich, dass du dir ein Video meines Kanals Mathe ist chillig anschaust. Heutiges Thema lautet maximale Reibungs gleich Zugkraft berechnen, damit eine Schraube nicht auf Abscherung beansprucht wird. Es ist Video 10 von 10 Videos der Reihe zum Thema Schrauben. Suchst du hierzu ein Aufgabenblatt? Sieh auf meiner Homepage unter https://www.mathe-ist-chillig.de in der Playlist Technische Mathe für Metallberufe. Uns die Aufgabe an. Die beiden Platten aus Stahl, hier sehen wir sie, werden durch die Schraube mit einer Kraft von 20 kN zusammengepresst. Hier sehen wir die Schraube, dort die Mutter und hier die Unterlegscheibe. Wie du in der Skizze siehst und ich hier gerade gezeigt habe. Berechne die maximale Zugkraft in Kilonewton, die wirken darf, wenn die Schraube nicht auf Abscherung beansprucht werden darf. Also nicht auf Abscherung. Ja, hier habe ich schon mal die Zugkräfte eingetragen. Und es geht jetzt also darum, dass die Schraube nicht auf Abscherung beansprucht werden darf. Das bedeutet, wenn die Kraft durch die Reibung zwischen den Platten übertragen werden muss. Die Haftreibungszahl, die habe ich jetzt vorgegeben, sie beträgt 0,25. Hier hatte ich schon mal die Kraft eingetragen, die die Platten zusammenpresst. Es könnte theoretisch auch die Vorspannkraft sein, aber in dieser Aufgabenstellung habe ich sie die Zusammenpresskraft genannt. Zum besseren Verständnis der Aufgabe habe ich jetzt hier so eine kleine Aufgabe gestellt. Erläutere zuvor, warum die Haftreibungszahl 0,25 beträgt, bezogen auf unsere Skizze, die wir hier gegeben haben und unsere Aufgabenstellung. Ja, wenn du im Tabellenbuch Metall Verlag Europa Lehrmittel 47. Auflage im Sachwortverzeichnis Seite 479 unter dem Sachwort Reibung schaust, dann steht da, du sollst Seite 38 aufschlagen. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen, was wir auf Seite 38 finden. Dies ist nun Seite 38 des Tabellenbuch Metall 47. Auflage Verlag Europa Lehrmittel, wie ich hier oben hingeschrieben habe. Damit wir es besser lesen können, zoome ich jetzt einmal rein. Im oberen Bereich steht jetzt geschrieben, dass es hier um die Reibungskraft, das Reibungsmoment geht. Es gibt verschiedene Reibungsarten. Für uns spielt die Haftreibung hier die wichtige Rolle. Und hier ist das, was wir für unsere Erläuterung der Haftreibungszahl benötigen. Die auftretende Reibungskraft ist von der Normalkraft F Index N abhängig und von der Reibungsart Haft-, Gleit- oder Rollreibung, dem Schmierungszustand der Werkstoffpaarung, das heißt die Werkstoffkombination und der Oberflächenbeschaffenheit. Und meine Reibungszahl, das μ, das ist natürlich vom Schmierzustand, auch natürlich von der Art der Reibung, der Werkstoffpaarung und der Oberflächenbeschaffenheit abhängig. Hier können wir nochmal sehen, dass die Normalkraft die Kraft ist, die senkrecht zur Ebene wirkt, also 90 Grad Winkel. Wenn jetzt hier versucht wird, das Werkstück zu bewegen, dann wirkt hier unten entgegengesetzt die Reibungskraft. Mithilfe der Normalkraft kann ich die Reibungskraft berechnen. Diese Formel schauen wir uns hier schon mal an. Hier steht sie, Reibungskraft bei Haft- und Leitreibung lautet Fr ist gleich μ mal F Index N. μ ist die Reibungszahl, F Index N ist die Normalkraft. Nun geht es ja darum zu erläutern, warum die Haftreibungszahl in unserem Fall 0,25 ist. So, was wissen wir? Wir wissen einerseits, es geht um die Haftreibungszahl, μ. Also muss ich hier in dieser Spalte gucken. Wir sind immer noch Seite 38 des Tabellenbuch Metall, 47. Auflage, Verlag Europa Lehrmittel, und zwar im unteren Bereich. Wenn ich zwei Platten zusammenschraube, dann werde ich sie natürlich nicht schmieren. Das heißt, wir haben also einen trockenen Zustand. Unsere beiden Platten, die wir haben, bestehen beide aus Stahl.
So steht es in der Aufgabenstellung. Das heißt, wir haben die Werkstoffpaarung Stahl auf Stahl. Hier steht dann nochmal ein Anwendungsbeispiel, wo das vorkommen kann. Und hier sehen wir jetzt, dass die Haftreibungszahl dann 0,25 ist. Hier unten steht nochmal eine wichtige Fußnote. Die Richtwerte der Reibungszahlen sind lediglich Tendenzen. Ja, sie unterliegen also großen Schwankungen. Normalerweise müsste man das dann durch Versuche dann herausfinden, wie groß sie in Wirklichkeit ist, weil ja auch die Oberflächengüte eine wichtige Rolle spielt. Und Stahl auf Stahl, wir wissen selber, je nachdem, wie ich den Stahl bearbeite, hat er verschiedene Oberflächengüten. Das geht hier bei der Haftreibungszahl gar nicht mit ein. Schauen wir uns nochmal an, was laut Aufgabenstellung gegeben ist und was gesucht ist. Also gegeben zwei Platten aus Stahl, hier sehen wir sie. Die Haftreibungszahl μ gleich 0,25. Warum sie 0,25 ist, habe ich euch eben im Tabellenbuch gezeigt. Die Zusammenpresskraft, ich habe sie mal ZUSP genannt, die soll 20 kN betragen. Ja, und die entspricht gleich unserer Normalkraft Fn. Aber das schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Ja, und gesucht ist die Zugkraft, die dort wirken darf, wenn die Schraube nicht auf Abscherung beansprucht werden darf. Also F-Zug. Schauen wir uns jetzt die Lösung an. Also, wir haben unsere zwei Platten und unsere Schraube, die diese zwei Platten zusammenhält. Die Zusammenpresskraft, die ich habe, die wirkt wie die Normalkraft. Das könnten hier zum Beispiel unsere beiden Platten sein. Und gefragt ist jetzt, wie groß muss die Reibungskraft sein? Weil ja die Zugkraft so groß sein soll, dass meine Schraube nicht auf Abscherung beansprucht ist. Das heißt, unsere Zugkraft entspricht der Reibungskraft. So, eben habe ich euch die Formel schon gezeigt für die Reibungskraft. Fr gleich Reibungskraft, Fn gleich Normalkraft. Dann gilt allgemein, Fr ist gleich die Haftreibungszahl mal der Normalkraft. So, wir wissen jetzt, unsere Reibungskraft soll so groß sein wie die Zugkraft. Also kann ich dafür F-Zug einsetzen. μ war vorgegeben laut Aufgabenstellung aufgrund der Bedingungen von 0,25. Und die Normalkraft entspricht unserer Zusammenpresskraft. Ja, und die sollte ja 20 kN sein. Also rechne ich jetzt 0,25 mal 20 kN sind 5 kN. Ich weiß jetzt also, dass meine Zugkraft maximal 5 kN betragen darf, damit meine Schraube nicht auf Abscherung beansprucht wird. Als Antwortsatz kann ich nun schreiben, es darf höchstens eine Zugkraft von 5 kN an den Platten wirken, damit die Schraube nicht auf Abscherung beansprucht werden darf. Ich bedanke mich beim Verlag Europa Lehrmittel, die Seite 38 des Tabellenbuch mit Teil 47. Auflage vollständig oder teilweise abfilmen zu dürfen. Ja, ich hoffe, es hat euch das Video was gebracht. Ihr habt etwas verstanden. Das würde mich freuen. Und wenn es euch gefallen hat, ja, dann like doch bitte das Video. Und möchtest du noch weitere Videos meines Kanals sehen, dann würde ich mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst und das Glöckchen aktivierst. Bis zum nächsten Video. Tschüss!